So, liebe Leute, es ist jetzt eine knappe halbe Stunde später und wie ihr sehen könnt, der Transporter ist jetzt radikal leer. Das ganze Altmetall ist runter und ja, war doch eine ganz schöne Menge. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon schätzen können, wie viel es ungefähr ist, aber war sich noch nicht ganz sicher vielleicht. Jetzt kommt die Auflösung des Ganzen und zwar waren es insgesamt 648 Kilo nur an reinem Metall. Beziehungsweise Eisenschrott und oder Mischschrott. Zusätzlich kam noch hinzu etwas Aluminium, ca. 9 Kilo, die dazwischen rumflogen. Und etwas Kupferrohr. In Summe habe ich für das Ganze gekriegt, jetzt beim Schrotthändler deines Vertrauens, kann man sagen, waren es insgesamt 104 Euro für den gesamten Schrott. Ja, gesammelt hatte ich das so die letzten 2-3 Jahre. Immer da mal ein bisschen, da mal ein bisschen und ja, immerhin, ne, hat es 104 Euro dafür gegeben. Ja, das dazu, ne, war natürlich auch eine ganz schöne Buckelei, das wieder abzuladen, aber so ist es nun mal halt. Ne. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, dann bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss.